Und damit herzlich willkommen zum nächsten Part Fußball Manager 13. Ja, der letzte Part war ein bisschen ernüchternd. Es war klar, dass United deutlich Favorit ist, aber trotzdem finde ich, dass unsere Jungs sich besser verkauft haben, als das hier ausgegeben wird. Und ja, die rote Karte, die früher nach dem ersten Foul von uns war, ein Witz. Und wenn man sieht, dass United, keine Ahnung, 4-5 Mal dieselbe Grätsche ansetzt wie Heuberg, aber nie eine rote Karte für kassiert, kommt man sich halt schon ein bisschen verarscht vor. Schweizer hat auch nicht so schlecht gespielt. Ayeti, das ist alles keine... Ach, Mann, ey, was soll ich sagen? Naja, unser Ziel ist ja eh, irgendwie Dritter zu werden in der Gruppe. Und dafür sind die Chancen ja noch da. Dass United uns abschießen würde, war auch relativ klar. Das haben wir uns natürlich alles ganz anders vorgestellt. Wir mussten froh sein, dass es keinen Debakel gegeben hat. In der zweiten Halbzeit haben wir Schadensbegrenzung betrieben. In der zweiten Halbzeit waren wir sehr viel besser. Muss man nicht verstehen, aber egal. Thomas wird auf jeden Fall stärker. Das ist sehr gut. So, wir haben jetzt 6 Tore in der Liga kassiert, das ist stark. Und 31 geschossen, das ist verdammt stark. So, das Stadion ist auch wieder zum Ausbau bereit. Sehr schön, dann kommen wir Richtung 40.000 immer näher. Auch wenn es jetzt nur ein ganz kleines bisschen ausgebaut wird. So, wir gucken vorher nochmal in den Kalender, damit ich sagen kann, wie wir planen. Genau, würde ich sagen, machen wir jetzt das Spiel gegen Grasshoppers Zürich. Und dann im nächsten Part den langen Vorbericht und dann das St. Gallen-Spiel. Und dann wieder ein Live-Spiel gegen Valencia, wenn ich so lange noch aufnehme. So. So. Hier können wir ein bisschen was für unsere Jugend tun. So. Spielergespräche hakt gerade so ein bisschen. Saliovic muss im Training einfach mal Gas geben. Er hat debütiert. Das Wort, das, er hat sein Debüt gegeben. So. Das ist einfacher auszusprechen. Super letztes Spiel. Flachodimos. Ja, der Hut hat diese Saison noch nicht ganz so viel gespielt, aber dafür ist der Kader halt breit. Er wird seine Einsätze auch noch bekommen, gerade wenn in der Champions League jetzt Heuberg gesperrt ist. Da wird dort noch zu Einsätzen kommen. Die Naya fehlt noch einen Tag, ist also auch bald wieder eine Alternative. So. Jugendspieler erreichen Trainingsziel, aber keine von Interesse. Riedewald auch. 65, 67 Sprungkraft. Thomas erreicht neue Erfahrungsstufe, ist auch nicht schlecht. Ich war in der Jugend, wie kam ich jetzt dahin? Wie geht denn das Spiel? So, Schweizer ist vorm Schloss, siehst du da Hut, da kommst du ja schon mal rein. So. Hat nur eine 62, also der hat den Kampf da definitiv verloren. Weiser darf dafür wieder spielen. Ansonsten müssen wir, glaube ich, nichts ändern. Nö. Von der Frische sieht noch alles gut aus. Würde ich sagen, können wir direkt in die Sofortberechnung gehen. Kümmern uns um Kayo, den Spieler der Mannschaft. Und ja, gehen direkt ins Spiel, wie gesagt. Machen dann noch schnell den Nachbericht und dann Ende des Parts. So, Mitchell Weiser kassiert schon wieder eine gelbe Karte.
Aber Asifua mit dem 1:0 kurz vor der Halbzeit. Sehr schön. In der Liga wollen wir ja weiter ungeschlagen bleiben. Auch wenn wir schon die ersten Punktverluste jetzt unglücklicherweise hinnehmen mussten letzte Woche. So, Weiser hat kein gutes Spiel gemacht, Buff ebenso wenig und Asifua auch nicht. Na, dafür haben wir ja den großen Kader. Obwohl Asifua getroffen hat, hat er nur eine 4,0. Das ist aber erstaunlich schlecht. Ja, Heuberg macht den Spielmacher. Schon wieder mit einem Mann weniger. Langsam kennen wir das Ganze ja. Und wir kümmern uns um Ben Khalifa. So, diesmal kassieren wir keinen Last-Minute-Ausgleich. Wir gewinnen 1:0 gegen die Grasshopper. Wunderbar. So kann man leben. Young Boys Bern gewinnt 5:1 gegen Schaffhausen. Die tun mir leid. Wir hatten da das Tor gemacht. Mbolo hat getroffen. Da hat er seinen ersten Treffer, der Mbolo-Junge. Pril Donald. So. Tja, der Pril Donald, der hat da Tor gemacht. Timo Tank ist auch ein toller Name für einen Torwart. Da hätte man aber auch Mbolo, den Spieler des Dings, geben können, aber naja. So, die Young Boys Bern, obwohl sie Spieler von uns haben, überhaupt nicht gut in der Saison. Bisher 12 Punkte, das ist gar nichts. Und Basel ist auch weit hinter uns. Also wir könnten schon die neue Nummer 1 sein, wenn jetzt nicht die Saison noch total schlechte Bahnen einschlägt. Ja. Spieltagsstatistik in der 11 der Woche. Lukas Andersen, Thoma und Koch. Sehr schön. So, wer ist dieser Torjäger? Mittlerweile sollte man den doch kennen. So. Die Naya ist wieder fit. Rodriguez fehlt uns dafür noch 7 Tage. Aber wir haben ja auch Cruncher, also es ist alles kein Thema. So, dann gucken wir direkt nochmal auf unsere Leihspieler. Dann ist nämlich der Part sonst zu kurz. Kadoik 10 Spiele für Schaffhausen, Vidosic 8, Tassi 7 und ja, Mbolo 6 Spiele und 1 Tor. Durchschnittsnote 4,08 ist nicht so geil. Aber es geht noch besser. So, Tassi kommt hier wieder hin. Kadoik kommt hier wieder hin. Mbolo kommt hier wieder hin. Tja, der Scout hat uns keine guten Spieler gebracht. Das ist ehrlich gesagt ein bisschen schwach. Sehr schwach sogar. In der Jugend sind wir noch nicht so weit, dass die echte Alternativen wären. Team heute, Mannschaftsgröße geht nach oben, die Stärke nicht, weil ist ja normal, das Durchschnittsalter bleibt auch.
Machen wir mal insgesamt, da können wir das nämlich besser sehen. So, die Mannschaftsgröße geht wie gesagt nach oben, die Stärke geht ein bisschen nach oben, die durchschnittliche Spielerstärke dafür einen Punkt nach unten, das durchschnittliche Talent geht auch ein bisschen nach unten, das Alter geht deutlich nach unten, wir werden also jünger, die Erfahrung geht dafür leider auch ein bisschen runter, aber dafür auch der Wert des Kaders nach oben. Ansonsten hier, das braucht man nicht. Machen wir mal eine Kaderanalyse, damit ich auch das auswerten kann. Mitchell Weiser ist formschwach, aber da haben wir noch Zeit. Ich würde sagen, damit beenden wir erstmal den Part. Ich sage danke fürs Zuschauen. Schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat und ihr mehr sehen wollt. Teilt dieses Video auf Facebook und Twitter, um mehr Zuschauer hier drauf aufmerksam zu machen, damit sich meine Mühen, wie gesagt, auch lohnen und wir noch mehr Spaß zusammen haben. Ansonsten könnt ihr gerne, wenn ihr neu seid, ein Abo dalassen, um keins meiner Videos zu verpassen. Auch gerne in andere Projekte schauen. Ansonsten auf meine Homepage healfakti.de, auf meinem Twitter-Kanal, wenn ihr immer wissen wollt, wann ich aufnehme, twitter@healfakti und natürlich auch auf meinem Zweitkanal, wo andere Spieler, die nichts mit Fußball zu tun haben, ihren Platz finden, nämlich bei YouTube healfakti Games. In diesem Sinne sage ich danke und ja, alle Links in der Videobeschreibung nochmal zum in Ruhe durchlesen und anklicken. Bis zur nächsten Folge. Ciao.